Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mach doch mal! Heute habe ich mich dazu entschlossen, mal wieder etwas für die Kinder zu bauen. Das machen wir heute auch. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, etwas Schönes für meine Kinder zu bauen. Ist doch was Schönes, oder nicht? Mein Töchterlein hat nämlich vor, eine Geburtstagsparty zu feiern. Und da wollte sie ein paar Spiele machen. Und da sie immer noch Harry Potter-Fan ist... Es wird ja auch eine Harry Potter-Party. Es wird ja auch eine Harry Potter-Party. Habe ich mich dazu entschlossen, wieder so ein kleines Brettspiel zu bauen. Und zwar habe ich dieses Quidditch-Spiel als Vorwand, was sagt man dazu, als Vorbild. Habe ich mir dieses Quidditch-Spiel als Vorbild genommen und habe da so ein Quidditch-Pong-Spiel draus gemacht. Oder das will ich gerne machen. Ach, ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, dass ich es schon gemacht habe, ne? Ja, habe ich. Aber das ist ja schon alles. Ist ja, ja schon ich alles hab's ja schon gemacht. Auf jeden Fall würde ich einfach sagen, hier, guck mal, was ich da gemacht habe. Ich schalte einfach mal einen Garten. Unangenehm. Um jetzt meine Tat in den Plan umzusetzen. Ach nee, andersrum. Um jetzt meinen Plan in die Tat umzusetzen, habe ich hier schon mal ein Brett aufgespannt und habe mir da so ein paar Markierungen gemacht. Zum Bohren, zum Vorbohren. Und das mache ich erstmal hier mit dem Kleinbohrer, damit ich dann gleich hier mit dem großen Bohrer nachsetzen kann. Da müssen nämlich große Kreise da rein. So, also jetzt wird hier erstmal vorgebohrt. Alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jo, passt. So, nun müssen die großen Löcher da rein. Oh, das dauert ja wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber auch das sollte schnell gemacht sein. Ich glaube, ich fange hier in der Mitte an. Oh, kein Strom. Wie immer. Oh nein, das war das Licht. Braucht die Steckdose. Boah, aber jetzt haben wir Strom. Dann bohren wir mal los hier. Oh, ohne Schlag. Alle Löcher sind drinne, die drinne sein sollten. Können die Klemmen wieder ab. Jo, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Das sind 15 Löcher. 15 gleich große Löcher. Jetzt möchte ich natürlich, dass mein Spielbrett nicht so viereckig aussieht, wie es jetzt aussieht. Deshalb werde ich hier jetzt noch so ein bisschen was abnehmen. Irgendwie so ein bisschen Freihand, glaube ich, mache ich das. Mit der Säge so ein bisschen was. Oh, das kann ich aber auch gleich irgendwie mal wegmachen. Wenn ich das jetzt auf den Boden mache, muss ich das nachher nochmal auffegen. Ich habe ja hier so eine Schaufel. Mal das ja reinmachen. So, dann brauche ich mal meine Säge. Dann klemme ich das nochmal ein. Einmal hier. Und jetzt mal erstmal so Freihand fiedle ich jetzt hier mal so ein bisschen was weg. Oha, Freihand kann ich gut. Und jetzt müssen wir hier auch noch ein bisschen was so wegnehmen. Aber so nicht, so säge ich den Tisch kaputt. Nun machen wir die Seite auch noch und die Seite auch noch und die Seite auch noch. Aber erstmal die Seite. Oh ja, das gefällt mir schon sehr gut, das ist schon sehr wellig. So, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt müssen wir die Seite auch noch wellig machen. Da sind den welligen Fantasien keine Grenzen gesetzt. So, und jetzt kann man hier schön erkennen, dass ich ein schön unregelmäßiges Spielbrett erschaffen habe, was jetzt natürlich noch mit der Schlagmaschine bearbeitet werden muss. Das kann ich zum Glück im Sitzen machen. Um das Brett nun erstmal zu bearbeiten, habe ich mir hier ein kleines, aber dafür sehr lautes Schleifgerät besorgt. Das mache ich jetzt mal an und dann schleife ich erstmal hier die Ecken ab. Oh, das geht nicht voll kaputt. Ich brauche ein neues Blatt, das geht kaputt. Wegen dem Eckengekratze. Aber das ist nun mittlerweile schön glatt schon mal. Das ist doch gut. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Löcher schön glatt machen. Da wird wahrscheinlich viel mit der Hand zu machen sein, ne? Boah, mit der Hand alles? Aber das geht. Also ich bereite jetzt mal das Brett vor. Und dann können wir uns gleich drin wieder treffen, weil dann geht es mit dem Brett nämlich weiter da drin, nämlich im Warmen. Wir haben unser Spielbrett jetzt fertig. Da sind jetzt ganz viele gleich große Löcher drin. Und wir machen jetzt weiter. Und zwar muss mein Spielbrett noch auf so einem Podest liegen. So, warte mal. Für das Podest nehme ich mir hier so eine... Hier, ich habe noch so ein bisschen Fußbodenleiste übrig gehabt. Davon nehme ich jetzt einfach... das nehme ich jetzt einfach dafür. Und zwar will ich jetzt hier so und hier so... Also warte mal. Also hier so und hier so und hier so... So einen Steg setzen, so. Und dann steht das halt auf so einem Podest. Dann steht das halt ein bisschen höher. Und dazu muss ich jetzt erstmal das hier zusägen. Das mache ich hier mit einer sogenannten Säghilfe, damit ich auch schön gerade säge. So, warte mal, dann muss ich das mal so hinlegen. Dann lege ich das hier einfach nur auf diese Länge. Das reicht ja, das ist ja... Warte mal, wenn man mal so misst, wenn man mal so nimmt, das ist ja genau die perfekte Länge. Dann machen wir das auch genau so lang. Wenn man jetzt genauso sauber wie ich gesägt hat, sollte man hier auch so einen sauberen Schnitt haben wie ich. So, davon brauche ich jetzt noch, warte mal, noch zwei Stück. Eins, zwei, drei, also noch zwei. Guck mal, haben wir immer noch ein Reststück von einem guten halben Meter. Die müssen wir jetzt hier auf jeden Fall auf der Rückseite von unserem Spielbrett, müssen wir die jetzt hier irgendwie draufbringen. Am besten mit der schönen Bordüre nach außen. So, ne, guck mal. So, so und so.
festmachen. Warte, wo ist der Holzdamm? Hier ist der Holzleim. Und das kippelt auch nicht, ja? Das kann nicht kippeln. Okay, ich sag's nur nicht, dass du es jetzt festmachst und dann kippelt es oder so. Das ist so eine glatte Auflagefläche, wie soll denn das kippeln? Guck mal, wenn ich das hier drauf mache, kippelt aber nichts. Ein bisschen kippelt das jetzt, ja. Ja, aber wenn das festgeklebt ist und nicht. Komm mal raus da. Jo, guck mal, da kommt Leim. So, erstmal müssen wir den jetzt hier so positionieren. Ja. Doch. Da müssen wir dann den jetzt noch nehmen hier, den müssen wir auch festmachen. Oh, jetzt kommt doch schon wieder nichts. Mensch. Schüttel die Flasche doch schon. Da kommen jetzt natürlich hier so in diese Höhe hin, da muss man ungefähr die gleiche nehmen, damit das ungefähr gleich ist. Weißt du, wie ich meine? Einmal andrücken. So, und jetzt noch einmal den da auch noch andrücken. Aber erstmal Leim drauf. Sonst bringt das ganze Drücken nichts. Jetzt muss aber irgendwas Schweres drauf, aber dazu werde ich das mal hier zur Seite schieben. Dann nehme ich mir ein Brett hier. Guck mal, jetzt braucht man da doch eigentlich nur noch was Schweres drauf machen. Und was eignet sich besser dafür als ein schöner Kasten Apfelschorle? Das ist schwer, Apfelschorle ist schwer. Nun muss das, weiß ich auch nicht, wie lange muss denn so ein Zeug aushärten? Ein Tag bestimmt, ne? Warte, hier steht das. Circa 3,7 Quadratzentimeter. Das geht ja noch. Presszeit bei Raumtemperatur mindestens 15 Minuten. 15 Minuten? Das ist ja nix. Express-Leim, oder nicht? Weiß ich nicht, Express? Nee, wasserfest ist der. Für Verleimung in Feuchträumen. Das hätten wir jetzt, also den Leim brauchen wir nicht mehr, der kann weg. So, und jetzt kann natürlich... Was war das denn? Und jetzt kann natürlich das hier auch weg. Ja, und mein kleines Reststück kommt in die Reststückabteilung. Hier hinter mir. Meine Reststückabteilung. So viele Reststücke. So, dann kann das da jetzt erstmal trocken werden. Die Säge kann weg und das kann weg, weil wir brauchen neues Material. So, und dazu habe ich mir schon was vorbereitet. Wir brauchen hier einmal so einen Stock. Ist ein Stock, oder nicht? Und dann brauchen wir hier so eine, was ist denn das nochmal? Das sind so Häkel-Stickrahmen. Das nimmt man normalerweise zum Sticken. Ich nehme das heute nicht zum Sticken, ich nehme das für was anderes. Den Innenring hier, den brauchen wir nicht mehr. Also den kann man vielleicht noch für was anderes. Könnte auch in die Reststückabteilung kommen. Wir brauchen nur das Äußere. So, hier, weil da ist so eine schöne kleine Schraube drin. Wir haben hier so Ösen, so hier so eine Öse, wo dann diese Schraube reinkommt. Hier diese, die kann man dann hier so reindrehen. Ja, und dann ist das ja ein fester Kreis. Und das muss ich jetzt natürlich hier mit diesem Stab verbinden. Und zwar so, dass ich das, kann man das überhaupt sehen? So wahrscheinlich. So, ne, mit der Schraube da durch. Da fehlt natürlich hier noch das Loch, ne, was da quer durch diesen runden Stab durch muss. Und das bohre ich jetzt da mal rein. Um hier natürlich länger reinbohren zu können, brauche ich selbstverständlich eine Bohrmaschine. So, die hole ich jetzt mal schnell. Da ist sie ja schon. Und dann muss da natürlich auch ein Loch rein mit der Größe von dem Gewinde. Also größer, ja viel größer ja nicht. Eher ein bisschen kleiner, ne? Damit das ein bisschen stramm sitzt, oder? Aber ich muss ja vorher das Ding noch zersägen. Wir brauchen ja drei Stück davon. Du musst auch erstmal messen, wie du sägen musst. Wieso messen? Ja, weil die alle unterschiedlich sein sollen. Ja, ist doch nicht schwer gemacht, oder doch? Ja, aber es muss trotzdem messen, oder nicht? Ja, okay, dann messe ich das. Wie hoch denn überhaupt? Von der Höhe? Ja, ich würde erstmal gucken, dass du erstmal die Gesamtlänge messt, und dann kommt der durch drei Teile, dann ziehst du von den anderen Teilen halt jeweils... Was? Der hat jetzt von hier bis hier... Nö, 1 Meter. Guck, ja. Dann teilst du es durch drei. 1 Meter durch drei? Zwei sind doch kürzer. Dann machen wir einen, machen wir dann... Ich würde es erstmal durch drei 40 und den anderen 4 cm. 5,3 für zwei anderen, ziehst du jeweils zwei ab. Und wenn wir 3,3 abziehen, dann haben wir genau 30. 30, 30 und der Rest. Wie viel sind das dann? 40. Also nicht, dass es dann komisch aussieht, weil so viel höher wird es auch nicht. Das sind 10 cm dann. Das ist doch nicht komisch. Nein, ach, das sieht nur so aus. Stopp! Ich möchte jetzt erstmal. Das wäre jetzt 1, das wäre der hohe und das wäre der. Guck mal, hier ist wieder Bleistift. Kannst du mir um die Ecke malen. Guck mal. Oh! So, ist da was kaputt gegangen? Nee, ein Glück. Guck mal, 30, 30, 40, das ist doch perfekt, wenn man das jetzt so hinstellt ungefähr. So und so, guck mal. Ist gut, ne? Ja. Herr Saito, ist gut so. So, und jetzt müsste das doch passen, ne? Oh, jetzt passt das wunderbar. Guck mal hier. Guck mal, guck doch mal. Ich kann kaum was sehen, weil ich meine Brille nicht aufmache. Ja, dann guck einfach so. So, und jetzt machen wir hier diesen Ring da oben drauf. Warte mal. Da brauchen wir ja schon wieder drei Hände für. Jo, Mann, bleib hier. Oh, Mann. Das geht auch richtig schön fest, Mann. Guck mal, das ist richtig stabil. Guck mal. Cool. Oh nee. Oh, das ist aber stabil genug für unser Spiel. So, guck mal, wunderbar. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Guck mal. Und davon mache ich jetzt noch drei Stück. Einen hier hin und einen dahin. Jetzt habe ich hier meine Ringe quasi fertig für das Quidditch-Spiel. Die beiden kleinen und den einen großen. Also so. Ach, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall so sollen die ja nachher angeordnet sein. Und dafür brauche ich natürlich noch ein festes Standbein. Und dafür habe ich mir hier auch so ein kleines Brett genommen. Da habe ich jetzt auch die Ecken einfach nur so ein bisschen abgerundet. Und da unten habe ich so einen Schlitz reingemacht. Und wofür dieser Schlitz ist, ja, das seht ihr jetzt. Und zwar habe ich hier jetzt ein Gegenstück noch. Das Gegenstück habe ich mir gefertigt, indem ich mir vorher habe ich mir so eine Schablone gemalt. Ich?
Hab die gemalt. Vorher hat meine Frau so eine Schablone gemalt und auf jeden Fall passt das jetzt natürlich hier in diesen Schlitz, passt das natürlich jetzt richtig schön bündig rein. So, und dann hast du nämlich hier einen Ständer, der gewährleistet, dass meine Ringe hier nachher hinten fest verschraubt natürlich sich wunderbar ins Spielfeld einfügen werden. Also die muss ich jetzt da festschrauben. Erstmal die Stiele vorbohren und dann müssen die da festgeschraubt werden. Aber wo ist jetzt der kleine Bohrer? Das gibt's doch nicht, ey. Oh, ich leg das immer jetzt nur hin und dann finde ich's nicht. Das muss doch hier sein. Oh, nicht so viel Druck. Einmal anschrauben. Genau so. So, und jetzt muss ich... Jetzt steht er doch schon mal, so steht er doch schon mal ganz gut, ne? Aber jetzt nehmen wir hier unseren Fuß, den wir ja vorher schon gefertigt haben. Guck mal, und jetzt, wo soll er hin? Der steht. Der kann so nicht kippen und der kann so auch nicht kippen. Ja, aber jetzt muss der Fuß aber wieder ab, weil die anderen müssen ja auch noch ran. Also erstmal hier den Fuß wieder ab. Wunderbar, guck mal. Neptuns Dreizack. Hier, guck mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier einen wunderschönen Ständer, der auch wirklich, guck mal, wie stabil der ist. Wir haben jetzt hier einen Ständer mit unseren drei Quidditch-Toren. Jetzt können wir ja erstmal schon mal so hinstellen. Also das muss ja dann irgendwie so. Dann kommt das hier hin, so. Oh, das kibbelt jetzt. Achso, ich habe ihn nicht ganz drinnen, noch nicht. Ich sehe das Problem. Ich habe den einen Fuß zu tief, also zu hoch, also zu tief angeschraubt. Den muss ich ein bisschen abfeilen. Und das hier müssen wir jetzt alles wieder auseinanderschrauben, denn im nächsten Schritt werden wir dem Ganzen natürlich Leben einhauchen. Durch Farbe. Hier, Pulverbeize. Pulverbeize, Nussbaummittel. Gießen wir das jetzt mal an. Ne, wir müssen das nicht angießen, wir müssen das anmixen. Und zwar mixen wir das mit lauwarmem Wasser, war das immer, glaube ich, ne? Und die Dinger hier, die, die sprühen wir ein, hiermit, mit Goldlack, damit das schön nach Gold aussieht. Gut, okay, wir fangen an mit der Beizerei. Aber dazu muss ich wieder aufstehen, weil ich brauche ja warmes Wasser. Oh, das wird aber ein schöner Braunton, du. Aber ich glaube, den muss man auch immer direkt so ein bisschen gleich wegwischen, oder? Ja, guck mal, so habe ich mir das vorgestellt. Genau so wollte ich das haben. Oh, ist das schön. Ein Braun wie aus dem Bilderbuch. Bilderbuch? Wie sagt man das so, wenn irgendwas wie aus dem Bilderbuch geschnitten ist, also gemacht ist? Da wird mit Sicherheit das Gold super zu passen. Hier noch einmal rüberwischen. Ja, und jetzt muss man natürlich die ganzen Löcher auch noch von innen und außen und überall machen, ne? Nachdem nun alle Bretter so wunderschön braun sind, so wie ich mir das vorgestellt habe, und übrigens, meine Hände sehen aus, als hätte ich einen Hundesch... Ich bin jetzt jedenfalls hier gerade dabei, wie nennt man das, so einen Aufkleber hier so drauf zu machen. So eine Schablone. Und jetzt muss man das hier überall so aufkleben. Und jetzt muss ich hier die Folie abziehen. Muss das abgezogen werden? Geht das jetzt so? Oh. Oh, guck mal, wie gut das geht. So schön abgeklebt. Da kann man natürlich auch immer altes Papier benutzen, weil nach dem Benutzen kann man es halt dann auch eh wegschmeißen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier das schön abgeklebt. Oh nee, guck mal, die 92 habe ich noch nicht abgeklebt. Das muss ja auch noch abgeklebt werden. Ja. Fehler behoben, auch die 92 ist jetzt abgeklebt. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal raus und werde das Ganze einsprühen. Ne, das goldene Sprühlack und dann wollen wir mal sehen, wie das Ganze auf dem Brett nachher wirkt, bevor der Lack drauf kommt. Weil da kommt natürlich gleich noch Lack drauf. Ja, damit das nachher schön glänzt, das Spielbrett, oder? Ich finde, ein schönes Spiel muss auch immer schön glänzen. So, ich gehe raus, sprühen. Und jetzt werden wir das Ganze mal aus der Pelle holen. Jawohl, so, jetzt sind dann natürlich noch diese weißen Buchstaben, die wir nicht haben wollten. Jetzt noch die Zwischenräume rauspulen. Nur guck mal hier, du, jetzt ist da so ein goldener Schnatz drauf mit so hier Quidditch und Hogwarts. Da spiegelt, mein Finger spiegelt sich da drin wieder. Guck mal, so goldig ist das. An den Halter habe ich auch nochmal so einen goldenen Schnatz dran gebracht. Nachdem ich hier jetzt alles lackiert habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich hier schön golden, die Tore schön golden und das natürlich hier auch mit dem goldenen Schnatz da drauf und hier auch mit dieser goldenen, alles in Gold, alles sehr wertvoll. So, und jetzt muss ich hier nur noch hier unten, das muss ich jetzt auch noch so beizen und dafür brauche ich hier nochmal einen ordentlichen Schluck von meiner Beize. Das mache ich jetzt hier schön in so einen Becher und dann mache ich die Flasche erstmal wieder zu und dann brauche ich noch irgendwas zum Abwischen. Ich hatte doch gerade schon was zum Abwischen bereitgelegt. Wo ist denn das hin? Ein Tuch zum Abwischen wäre auch da. Und jetzt werde ich das mit meiner sogenannten Tunktechnik da eintunken. Und dann habe ich diesen Stiel da unten auch direkt komplett gebeizt. Guck mal. Jetzt kann ich den da rausziehen. Jetzt muss ich das hier vorsichtig so ein bisschen abwischen wieder. So, 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 so und so. Und jetzt kann das Ganze hier hingelegt werden. Und wir können uns dem zweiten Stab widmen. Und wieder raus. Um dem Ganzen ein glänzendes Aussehen zu geben, werde ich jetzt erstmal mir das hier mal herholen. Hier so hin, in die Mitte. Und dann verwende ich meinen altbewährten Schiffs- und Bootslack. Nee, Boots- und Yachtlack. Seewasserfest. So, das muss geschüttelt werden erstmal. So, und jetzt werden wir das Ganze schön einpinseln. Aber vorher muss ich die Dose aufmachen.
Oh, er hat geknackt. Au, jetzt kommt er. Da ist er. Und jetzt hat gepinselt. Ich mache das jetzt fertig. Und wenn das jetzt alles eingelackt ist, dann hole ich euch wieder dazu. Dann montieren wir nämlich die ganze Geschichte hier erstmal. Aber erst, wenn das eingelackt ist. Bis gleich. Alles ist nun lackiert und alles ist auch trocken. So, und es ist jetzt bereits spielbereit aufgebaut. Hier haben wir einmal unser Brett und hier unseren Ständer. Was wir jetzt noch brauchen, sind Gläser. 15 Stück an der Zahl. Die müssen hier jetzt erstmal alle rein. Und zum Schluss noch ein goldener Becher. Was es mit dem auf sich hat, das klärt sich jetzt gleich. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Ping-Pong-Bälle, weil die müssen da ja reingeschossen werden. Hier durch diese Tore durch. Als Ping-Pong-Ball nimmt man einen handelsüblichen Ping-Pong-Ball. Und jetzt ist die Spielregel folgende. Man muss jetzt den Ball durch eins dieser Tore schießen. Im besten Fall landet so ein Ball dann auch direkt in so einem Becher. Im besten Fall landet so ein Ball dann auch direkt in so einem Becher. Ah, jetzt habe ich die Nase voll. Und wenn der Ball in diesen goldenen Becher landet... Ach nee, wir können ja erstmal anfangen, die anderen Becher zu erklären, ne? Die anderen Becher sind ja immer ein Punkt, ne? Wenn der Ball in diesen goldenen Becher landet, dann haben wir hier so eine Fragen. Hier, die haben wir hier auf so eine Karte drauf gedruckt. Hier, warte mal, ich zeig dir das mal. Hier, guck mal hier, da haben wir hier solche Karten fertig gemacht. Die sind so auch so richtig schön alt schon, ne? Also alt gemacht. Mit so Fragen drauf, wie zum Beispiel, wie heißt der Wildhüter von Hogwarts? Also ganz einfach. Herr Räuber Hotzenplotz, oder nicht? Und das Ganze ist natürlich noch viel lustiger, wenn man das Ganze irgendwie in einem Team spielt. So mit zwei Teams, würde ich mal so sagen. Ja, und dann sollte man da nur noch treffen. Und das versuche ich jetzt auch nochmal. So, jetzt gucken wir mal, ob ich treffen kann, ne? Oh! Oh, fast den Goldenen. Hast du gesehen? Wieder fast den Goldenen. Direkt beim ersten Mal. Und so geht das Spiel halt, ne? So... Oh, schade, ich dachte, ich treffe jetzt nochmal. Und so wird dieses Spiel gespielt. Quidditch Pong mit der gewissen Note Fachwissen in Sachen Harry Potter. Ja, aber hast du auch gesagt, wie viele Punkte man bekommt? Ja, ein Punkt und zwei Punkte. Ach so, wenn man die Frage beantwortet, fünf Punkte. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei dieser Folge. Macht doch mal. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß und das Spiel bringt auch wirklich viel Spaß. Ich muss nur noch ein bisschen üben. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr nächstes Wochenende auch wieder dabei seid. Denn nächstes Wochenende geht es weiter mit Lotti in Hamburg. Die wartet da immer noch, die alte Dame. Bis dahin bleibt mir nur noch übrig zu sagen, was sag ich jetzt noch? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oder einmal versuche ich jetzt aber noch. Pass auf, der trifft jetzt auch den goldenen Becher. Vergiss es.